H5P ist eine freie und quelloffene Software zum Erstellen von interaktiven Inhalten für das Web. Zu bereits verfügbaren Inhaltsformen zählen beispielsweise Videos oder Präsentationen mit eingebetteten Quizaufgaben verschiedenster Art. Lehrkräfte aus Schleswig-Holstein finden H5P-Inhalte in der Mediathek des IQSH unter der Adresse sh.edupool.de. Nach der Anmeldung können Sie den Suchbegriff H5P eingeben und finden dann Beispiele, die Sie im Unterricht verwenden können. Die hier aufgeführten Beispiele sind ausschließlich für Lehrkräfte in Schleswig-Holstein lizenziert. Lehrkräfte aus anderen Bundesländern können dieses Angebot nicht nutzen. Hier ein Beispiel aus der Physik. Ich habe in der Mediathek die Lerneinheit Licht gefunden und möchte meinen Schülerinnen und Schülern eine interaktive Aufgabe zur Einordnung von verschiedenen Leuchtmitteln von dunkel bis hell zukommen lassen. Ich wähle die Aufgabe aus und mache einen Test. Ich muss natürlich zugeben, das habe ich jetzt vorher mehrfach geübt und dies ist die Schnelldurchlaufversion. Nun könnte man diese Aufgabe mit den Mitteln der Mediathek den Schülerinnen und Schülern zukommen lassen. Wir wollen aber genau diese Aufgabe über die Online-Pinnwand Schleswig-Holstein freigeben. Dazu scrollen wir nach unten und finden links die Option Reuse, also Wiederverwenden. Diese Option klicken wir an und können damit die H5P-Datei auf unserem Rechner speichern. Nun können wir die heruntergeladene Datei in die Online-Pinnwand Schleswig-Holstein einfügen. Hierzu klicken wir lediglich das Pluszeichen an, gehen auf Auswählen und laden die Datei hoch. Damit ist diese Interaktivität für alle Nutzer dieser Pinnwand verfügbar.